Hallo Leute, heute mal ein Unboxing-Video. Hab gerade das Paket von Amazon bekommen, könnte Halo 4 sein. Ich bin noch nicht sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Halo 4 ist, weil ich habe sonst nichts bestellt. Deswegen wollte ich euch mal gleich von wirklich Anfang an ein Unboxing machen. Für die Qualität tut es mir leid. Hab nichts Besseres als meine Handykamera momentan. Deswegen packen wir das jetzt mal aus. Wie stelle ich das am besten hin? Kann ich das jetzt irgendwie... Blöd. Nein. Bleib stehen, Handy. Tut uns allen gefallen. Okay, hoffentlich fällt es nicht um. Gut. Reißen wir mal das hier auf. Guck mal, fuck. Okay, so wird das nichts. Probier es halt so zu halten. Einhändig wird es etwas schwer für meine etwas ramponierten Hände, falls man das auf dem Video erkennt. Ja, es liegt daran, es ist Halo 4, ich hab's gerade gesehen. Es liegt daran, böse Katze. Aber nicht meine, sondern die meiner Oma. Da war wahrscheinlich jetzt ein kleiner Cut in der Aufnahme, weil ja meine Mutter angerufen hat. Zumindest jetzt geht's weiter. Oh Gott, das hat euch verhalten, Sir. Packen wir das mal weg. Gut, machen wir mal die Schutz. Hülle. Weg. Hol kurz eine Schere. Wirklich Unboxing von Anfang bis zum Ende. Ach, ich will es nicht kaputt machen. Warte ganz kurz mal. Ja, jetzt ist ja hier die Pappe. Mit der Pappe könnte man das doch... Ja, stimmt. Wartet. Ja, hier zeige ich euch mal das weiter. Oh Mann, ich bin ja auch dämlich. So. Nein, Katze! Gut. Schneiden wir es mal ganz vorsichtig auf. Und damit fällt die Schutz. Fuck! Handy! Nicht trollen. Damit fällt die Schutzhülle. Perfekt. Gut. Da haben wir jetzt die Verfolgungszeug. Gut. Die Kamera ist irgendwie gerade übelst für den Arsch. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade keine bessere habe. Wie mache ich das jetzt auf? Ich kann das irgendwie jetzt nicht aus der Höhle... ziehen. Ach doch, jetzt geht's irgendwie. Ja, so. Warte. Ja. Warte, das ist mein erstes Unboxing, also seid mir nicht böse, bitte. Ah, perfekt. Jetzt ist hier. Hallo. UNSC und wartet kurz, ich mach kurz mal die Kamera raus. Da ist schon irgendwas nämlich der Linse nicht. Bis gleich. Konnte den Fehler nicht ganz beheben, was soll's. Hier steht halt UNSC, falls man das... Ja, UNSC. Gut, das ist jetzt da. Ich weiß, das kann man jetzt nicht ganz lesen, tut mir leid. Boah, Alter, dass die Linse irgendwie so schlecht geht, das tut mir leid, irgendwie ist das merkwürdig. Boah, Gott, ich kann ja mal vor... Gut. Dann öffnen wir es jetzt mal. Wenn ich wüsste, wie. Ist es etwa hier ein Siegel oder Magnet? Was ist das hier, Magnet? Ah, bei Magnet. Anscheinend, oder ich war einfach gerade bloß dämlich. Jetzt ist es geöffnet. Oh Gott. Sehr edel, also ihr könnt es nicht fühlen, aber
ist anscheinend metallend. Und ist da jetzt das Spiel drin? Anscheinend schon. Oh mein Gott. Hey, oh, alles sehr edel. Ja, und das zwei, wahrscheinlich sind das Bonuskomponenten. Das 2 Watt Microsoft Dolby. Steht bloß das 2 drauf, steht jetzt nicht, glaube ich, wofür es ist. Gut. Legen wir erstmal das zur Seite, Rückseite, Vorderseite. Ich glaube, Aluminium ist das. Die Seite. Ach, Halo 4. Gut, und was gibt's jetzt hier noch drin? Ein UNSC Verpackung. Komisch. Und wenn wir gleich öffnen. Hier rumdrehen. Was ist denn das? Oh, ist ein Poster. Cool. Das sind die neuen Klassen, also hier der. Ich lese mal vor, was man lesen kann. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hazop. Pathfinder. Pathfinder, sagt man doch. Orbital. Soldat, Soldier. EOD. Kundschafter. Ist auf Deutsch, deswegen. Pfadfinder, ja. Und ASK. Okay, und das sind jetzt Spartans. Geil. Leg ich mal zur Seite. Das öffnen wir gleich. Ich will nicht wissen. Schon wieder so eine Verpackung. Was ist denn das? Das ist jetzt hier Glas? Nee, ist Plaster. Das scheint ein Notizblock zu sein. Infinity. Steht drauf, was ich nicht lesen kann. Ach so, seitlich. Oh mein Gott. Es ist viel zu lesen. Und meine schlechte Kamera kann das nicht ganz aufzeichnen. Gut, ich werde kurz mal die Kamera wechseln, bis gleich. Meine Mutter war so freundlich, die andere Kamera mit, wie es aussieht, mitzunehmen. Naja, also jetzt hier steht jetzt was. Falls ihr wollt, dass ich euch das mal vorlese, schreibt es in die Kommentare. Dazu würde ich ein kurzes Extra-Video machen. Oder ich mache davon ein Extra-Video und werde es dann in der Beschreibung verlinken. Das werde ich aber jetzt nicht hier machen. Das sind jetzt halt Seiten zum Durchblättern. Waffen. Die Seiten sind sehr dick, also ich überspringe jetzt hier nicht viele Seiten. Die neuen Waffen. Die Railgun. Okay, cool. Und ja, neue Sniper. Die Source jetzt so eine Art MG, soweit ich weiß. Oh mein Gott. Ja, ups. Wartet. Die waren jetzt hier da so. 6. Februar scheint so eine Art Tagebuch zu sein. Okay. Was sind das? Achso. Öffnen und. Kriegsspiele, Zusammenfassung. Okay. Janet und. Ist jetzt irgendwas. Warum ist das handschriftlich gemacht? Alter. Boah, Alter, da brauche ich echt eine Weile, um mir das denn und das Buch sozusagen alles durchzulesen. Gut. Aber jetzt ist halt hier die Hülle an sich geöffnet. Anscheinend ja hier der Magnet. Nichts weiter drin. Ihr seht eh nichts. Halo 4. Gut. Dann öffnen wir das jetzt mal. Oh, das wird schwer mit einer Hand. Zwischen die Knie. Schere. Angeschnitten und wie eine Tomatenmarkpackung aufreißen. Fuck. Oh, ich fälle grad. Und was ist jetzt da drin? Okay. Ein Stückchen Pappe. Ansonsten ist es leer. Einsatzanweisung.
Alle Missionen werden persönlich mit Spartan, Sarah Palmer, Infinity Commander vor dem Einsatz besprochen, bla bla bla, bla bla bla. Okay. Jetzt kommt das Rote, was wir zuerst gesehen hatten. Scheint Netz drin zu sein oder das gleiche, ich weiß es jetzt nicht direkt. Wo mache ich das jetzt überhaupt auf? Oder gehört das hier oben auf? Wartet kurz. Ich will ganz kurz mal weglegen. Vielleicht kann ich das irgendwie so legen, dass ihr ein Stückchen was seht. Da scheint, der ist wirklich mehr drin. Forward. Forward unto Dawn. Code Access, Zugangscode. Das sehe ich mir noch durch, wofür das ist. Spiele Addon Marktplatz Download. Bla 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 bla. Spiele Addons, da sind Codes drauf, die zeige ich jetzt mal nicht. Auch wenn sie wahrscheinlich eh nicht leserlich wären. Easy. Xbox Live Gold Trial, 14-tägig. Damit habe ich jetzt. Konnte nicht zeigen. Damit, also mit diesen Dingen jetzt hier. Oh, ich muss immer merken, wie ich die Kamera habe. Jetzt mit den Dingen kann ich jetzt 14 Tage zocken online Xbox. Prometheus. Dunkle Zeichen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der erste Teil war. Zumindest den ersten Teil von Prometheus habe ich mir sogar angeguckt im Kino. Hat mir der Film war eigentlich ganz okay. Und Gedöns. Warning. Lesen Sie vor dem Spielen dieses Spiels wichtige Sicherheits- und Gesundheitsinformationen. Bla bla bla. Wer kümmert sich schon darum? Deswegen hoffe ich, mein erstes Unboxing war nicht das allerschlechteste der Welt. Und wir sehen uns wieder. Tschüss.